Es gibt super viele psychedelische Substanzen, aber drei davon haben mich wirklich sehr bewegt in meinem Leben und sind deswegen meine liebsten Psychedelika. Und es gibt ein paar Substanzen, ein paar Erfahrungen, die ich dieses Jahr auch noch ausprobieren möchte. Und all das zeige ich dir in diesem Video. Ich habe es mir ja auch hier auf dem Arm tätowiert. Also LSD ist nach wie vor meine absolute Lieblingssubstanz, weil ich ihr, glaube ich, ganz viel schulde. Oder ich bin sehr dankbar für die Erfahrung mit LSD, weil es aus mir etwas rausgeholt hat, was lange verschüttet war. Und das ist so, ich würde sagen, meine emotionale Seite. Deswegen hat er so einen emotionalen Platz in meinem Herzen. Und ich mag LSD auch aufgrund der langen Wirkungsdauer und auch dieser energetisierenden Wirkung. Und ich glaube, es ist sehr gut für emotionale Heilung und Persönlichkeitsentwicklungsarbeit. Also ich denke, wir sind noch ein bisschen steuerbarer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man darauf steuern kann. Also es ist schon wichtig, loszulassen und es passieren zu lassen und alles rauskommen zu lassen. Aber noch ein bisschen klarer. Das mag ich bei LSD sehr. Und deswegen benutze ich es vor allem eben für Persönlichkeitsentwicklung, um tief in mich reinzuschauen, um Emotionen zu spüren, die ich lange nicht gespürt habe, um ja, näher zu mir selbst zu rücken. Und auf der anderen Seite eignet es sich, also ich traue mich ja kaum zu sagen, aber es eignet sich halt auch gut für Festivals oder auch für Natur. Wegen dieser langen Wirkdauer und auch wegen dieser energetisierenden Wirkung ist es irgendwie sehr angenehm damit, sich zu bewegen, sich mit Natur oder anderen Menschen zu verbinden, nach draußen zu gehen, extrovertiert zu sein. Es ist so mächtig, nach innen zu schauen, aber es ist irgendwie auch mächtig, nach außen zu schauen. Und deswegen LSD meine Lieblingssubstanz. Was ich auch noch sehr gerne mag, ist 2CB. 2CB wird ja oft als Mischung zwischen LSD und MDMA genannt. Und so ein bisschen stimmt das auch. Also ich habe auf MDMA, beziehungsweise auf 2CB, MDMA-ähnliche Zustände schon gehabt. Und es wirkt auch irgendwie ähnlich. Aber es ist doch auch psychedelisch, weil sich alles so eben bewegt. Was ich sehr interessant an 2CB finde, ist, dass der Headspace, also der Mindtrip, nicht so intensiv ist wie bei LSD. Bedeutet, irgendwie vor meinem Auge verschwimmt alles und verschmilzt alles, aber trotzdem kann ich noch so rational mit meinem Verstand denken, was sich eben sehr gut eignet für so kleine Partys oder sowas. Aber ich habe auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht, die jetzt nicht so optimal waren. Deswegen 2CB ist schon auch eine heftige Substanz, wenn die Dosierung hoch genug ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte vor kurzem auch eine interessante 2CB-Erfahrung, bei der ich erstmal so eine halbe Stunde vom 2CB in den Boden gezogen wurde und mich gar nicht bewegen konnte und einfach nur da liegen wollte. Und dachte ich schon, boah, was ist das jetzt? Aber es war einfach mein Körper, der danach gerufen hat, dass ich mich mal hinlegen sollte, dass ich mal ein bisschen entspannen sollte. Und dann war das durch und dann war ich voller Energie und konnte aufstehen. Und eine dritte Substanz, die mir sehr geholfen hat in meinem Leben, ist MDMA. Ist jetzt keine klassische psychedelische Substanz, aber hat schon psychedelische Wirkungen. Aber vor allem hat es eben diese empathogenen Wirkungen, dass wir mit vollem Mitgefühl, mit voller Hingabe, mit voller Liebe auf die Welt, auf uns selbst und auf unsere Beziehung schauen können und zum ersten Mal, vielleicht seit langem, wirklich aus dem Herzen sprechen können, ohne dass sich irgendwie der Verstand da noch einmischt. Und vor allem mit den Gesprächen mit uns selbst ist das sehr interessant. In den letzten Jahren, also so gerade so 2015 bis 2019, habe ich auch öfters MDMA konsumiert und da habe ich viele Gespräche mit außen geführt auf MDMA. Aber ich habe jetzt kürzlich angefangen, mehr mit mir selbst zu sprechen auf MDMA und das ist unglaublich, wie viel Potenzial da noch drin steckt. Also ich werde da jetzt bald auch ein Video dazu machen. Wenn es schon draußen ist, dann wirst du es hier verlinkt haben. Ich sehe da so extrem viel Potenzial in dieser Substanz. Würde sogar sagen, dass es gleichbedeutend wichtig ist wie die klassischen psychedelischen Substanzen. Weil, hey, jeder Mensch sollte einmal wirklich aus dem Herzen fühlen. Das ist etwas, was wir eben im Laufe wenn wir aufwachsen, verlieren wir das halt manchmal so ein bisschen. Und ich will jetzt hier nicht Messias klingen, Messias-mäßig hier so, jeder muss MDMA nehmen, aber ich glaube, es ist schon was sehr Wichtiges, was der Menschheit gut tun könnte. So, das ist jetzt mal meine drei Lieblingssubstanzen. Aber was habe ich jetzt dieses Jahr eigentlich vor? Also ich will gar nicht mehr so viele neue Substanzen ausprobieren. Ich denke, ich habe meinen Werkzeugkoffer schon sehr gut gefunden, der mir dabei hilft, mehr zu mir selbst zu werden und mehr dieses Leben zu genießen. Und ich denke, diese Werkzeuge sind genau dafür da. Nicht, dass sie mich glücklicher machen, sondern dass sie mir zeigen können, was mich glücklicher macht. Aber man kann ja die gleichen Substanzen auch noch irgendwie auf eine andere Weise verwenden. Was mich jetzt zum Beispiel bald interessieren wird, ist, nasal 5-MeO-DMT zu konsumieren.
Hast du vielleicht noch nie gehört, also vielleicht hast du nicht mehr 5-MeO-DMT konsumiert. Das ist etwas, was ich in mehreren Büchern schon gelesen habe und es gibt sogar Studien dazu, die gerade, glaube ich, in England stattfinden, sogar schon Phase 2 Studien, in denen Menschen mit Depressionen mit nasalem 5-MeO-DMT behandelt werden. Sehr interessant. Und was ich jetzt noch dieses Jahr mehr erkunden möchte, ist der Candy Flip. Also ich habe schon ein paar Candy Flips in meinem Leben gehabt, die waren aber eher im Party-Kontext. Aber wie sieht es denn aus im introspektiven Kontext? Also Candy Flip, kurz LSD und MDMA gleichzeitig. Ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, das möchte ich mit ein paar Freunden von mir so ein bisschen erkunden. Das habe ich auch für mich jetzt mehr gefunden, so, es macht mir gerade sehr viel Freude, also diese innere Arbeit, die ich mit Psychedelika sehr viel mache, mit Freunden gemeinsam zu machen, in bestimmten Gruppen oder auf Retreats. Ich finde das einfach irgendwie, das haben diese Substanzen ja auch irgendwie an sich, dieses Verbindende, deswegen, es gehört ja auch irgendwie zu uns Menschen als Kollektiv und da werde ich dich natürlich hier unterrichten, wie diese Erfahrungen dann so waren. So viel dazu. Was sind deine Erfahrungen, die du ausprobieren möchtest? Was interessiert dich? Schreib es in die Kommentare und wir sehen uns wieder im nächsten Video, das ich dir jetzt auch hier verlinkt habe. Hier ist das nächste Video für dich und bis dann. Ciao.